Solltet ihr aktuell ein bisschen knapp bei Kasse sein, schaut mal bei ineva.com vorbei. Ist der allererste Link oben in der Videobeschreibung. Aktuell, das geht noch 18 Tage. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Tickets zu gewinnen bzw. Lose für 10 verschiedene Arten. Zum Beispiel bei ineva.com auf die Homepage gehen, bei mir auf den YouTube-Kanal gehen, bei mir Twitter folgen, meinem Controller-Modder für alles, was den Controller irgendwie besser macht, schöner macht, interessanter macht. Für Gamer von Gamer. Einfach draufgehen für jede einzelne Aktion, die euch keinen Cent kostet. Ihr müsst euch nirgendwo anmelden, kein überhaupt nichts. Bekommt ihr 10 Lose und könnt am Ende, in 18 Tagen wird es dann bekannt gegeben, 3x 5 Euro PSN-Karten gewinnen. Ein kleines Dankeschön, keiner von uns wird dadurch arm, aber jeder, der vielleicht gerade ein bisschen knapp bei Kasse ist, hat die Möglichkeit, ein bisschen Geld vielleicht in eine DLC-Waffe zu stecken, wenn er das will oder was auch immer mit dem PSN-Guthaben macht. Schaut mal vorbei, coole Seite, ich bin wirklich froh, dass wir so ein kleine Geschenke auch für euch machen können. Lohnt sich auf jeden Fall, haut rein. Der gute Stefan hat mir 20 Euro per PayPal rübergesendet, gesagt, ich soll für ihn die Kisten einmal öffnen. Er will, dass ich die neuen Waffen vorstelle. Ich habe ihm gesagt, 20 Euro werden nicht mal für eine reichen und dabei bleibe ich auch. Nichtsdestotrotz, aber wie ihr seht, es ist sowieso nichts. Habe ich mich dazu eingewilligt, denn es ist am Ende sein Geld gewesen. Ich habe gesagt, ich werde keinen Cent dafür ausgeben. Ich kann es auch keinem empfehlen. Behaltet euer Geld dafür. Nichtsdestotrotz, ich versuche es. Vielleicht kriege ich ja wenigstens das Ballistikmesser oder irgendwas, dass er da ein bisschen Spaß mit hat. Dann werde ich da auf jeden Fall ein Video zu machen. Die Peacekeeper, das was ich haben will. Ah, immer wenn es Gold wird, wird mir schlecht. Sieht aus wie von Fluch der Karibik. Der eine. Aber immer wenn ich das hier sehe, dann könnte ich heulen. Ich krieg gar nichts aus der Scheiße. Das ganze System wäre noch ein bisschen haltbar, vernünftig. Jenseits Tarnung, danke für die Scheiße da. Wenn man wenigstens keine Reserven doppelt bekommen würde. Aber da man hier auch doppelte Sachen bekommt. Ist das euer Ernst? Ich kriege aus einer Dreierkiste zwei MK-Varianten und beide habe ich bereits. Ihr seht also, wenn das jetzt keine doppelten wären, sondern immer nur neue, dann hätte ich jetzt vielleicht das Glück gehabt und zwei MK-Varianten gezogen. Aber nein, ich werde gescammt für die 20 Euro. Es tut mir leid, Stefan. Ich habe noch 5 Kisten, die ich noch öffnen kann. Zweimal doppelte MK-Varianten. Ja. Was für ein Scheiß das teilweise ist, ist der absolute Wahnsinn. Deswegen, Leute, gebt kein Geld dafür aus. Ich werde mir einfach wieder einen Abonnenten-Account schnappen. Unglaublich. Wie viele Doppelte es auch insgesamt gibt. So, wieder was Doppeltes. Mason. Das ist aber nice. Ich nehme alles zurück, Leute. Ist das fairste System der Welt. Gebt einmal 20 Euro aus und ihr kriegt garantiert eure Waffe. Ich glaub's nicht. Oh, ich hab sie. Gott sei Dank. Die erste MK, nee, die erste DLC-Waffe von allen 6, die ich jetzt habe. Das ist unglaublich. David Mason dazu, der ist mir scheißegal. Der sieht aus wie Mel Gibson, finde ich. Aber die Friedensstifte, die Peacekeeper, ich wollte sie unbedingt haben auf meinem eigenen Account. Ich hätte keinen Cent dafür ausgegeben. Vollautomatische Sturmgewehr, überlegene Handhabung mit hoher Feuerrate. Mega geil. Und ganz ehrlich, Leute, nachdem ich die zwei MK-Varianten eben schon gezogen habe, war ich mir 100% sicher, dass das hier nichts mehr wird. Ich werde jetzt aber auch gar nicht erst weiter öffnen, der Rest ist mir scheißegal. Ab zum Video, ihr wollt es bestimmt sehen. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe euch versprochen, sobald ich die Waffe ziehe, werde ich für euch natürlich wieder die Waffenvergleiche machen. Und es lief die Abstimmung auf Twitter und wir hatten jetzt am Ende 160 Abstimmungen, also Votes, Wähler und mit 67% für wir wollen einen Vergleich mit der Peacekeeper haben. Und wir vergleichen heute die wahrscheinlich besten Sturmgewehre im Game und zwar die Maddox. Die ist glaube ich bei jedem das Favorite Sturmgewehr, vielleicht mit der KN mittlerweile. Und die Peacekeeper dazu. Und dann werden wir mal schauen, was für Stats haben die Waffen, welche Waffe ist besser, was macht am meisten Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst uns erstmal gucken, was überhaupt so einer der Kernelemente einer jeden Waffe bei uns macht. Und zwar der Rückstoß. Wenn wir uns genau anschauen, wie der Recoil von der Waffe ist. Hier zum Beispiel Peacekeeper ohne Schnellfeuer, ohne Griff, ohne Aufsätze im Prinzip. Und ihr seht, der Rückstoß ohne Griff, ohne Schnellfeuer ist im Prinzip gar nicht vorhanden. Das Recoil-Pattern ist absolut konstant. Ihr seht es, es ist komplett in einem Fleck. Eine ultragenaue Waffe mit einer wirklich hohen Feuerrate. Auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Jetzt seht ihr die ganze nochmal mit Schnellfeuer, ohne Griff. Und ich habe eigentlich gedacht, ich probiere es mit Griff nochmal aus. Aber wenn ihr euch anguckt, wie die Waffe schießt mit Schnellfeuer,
könnt ihr euch wirklich, also wenn ihr einen Aufsatz nicht braucht, dann ist es der Griff. Und dazu die Maddox, die wirklich ein Recoil-Pattern bekommen hat, das sehr, sehr schwer für mich zu kontrollieren ist, weil es halt nicht mehr vertikal nach oben geht, sondern horizontal. Die ersten 8, 9 bis 10 Schuss gehen noch relativ gerade und dann geht es von rechts nach links und links nach rechts. Das auf jeden Fall, wenn wir uns nur den Rückstoß der Waffen angucken, gewinnt die Peacekeeper um Längen. Wirklich um Längen, dazu haben wir die Möglichkeit Griff zu spielen, bei der Maddox haben wir das leider nicht. Es gibt ja aber auch noch ein paar Sachen zu den Waffen, die basierend darauf sind, was die Statistiken wirklich sagen. Und ich habe wirklich überall geguckt und ich konnte keine Seite finden, die Statistiken zur Peacekeeper anbietet. Deshalb habe ich mich an die Arbeit gemacht und habe einfach komplett selber getestet. Für alle, die das vielleicht für sich mal machen wollen, vielleicht findet ja jemand noch ein anderes Ergebnis und ich habe mich irgendwo kurz vertan, glaube ich aber nicht. Wenn ihr ein Aufnahmeprogramm habt, dann könnt ihr einzelne Frames sehen und diese Frames sehen einzelne Millisekunden. Genau das habe ich gemacht und deshalb präsentiere ich euch jetzt als, ich glaube, allererster in ganz YouTube die offiziellen Stats der Peacekeeper, was die Feuerrate angeht, die ADS-Time und dann gucken wir mal, wie die im Vergleich zur Maddox abschneidet. Und da haben wir ganz viele Faktoren. Wir fangen an mit der Reload Speed, mit der ADS Time, das heißt, wie schnell wir reinzoomen und ich erkläre euch das alles entspannt. Unsere Nachladegeschwindigkeit bei der Peacekeeper ohne Hybridmagazin liegt bei 1,2 Sekunden. Wenn wir Hybridmagazin mit draufklatschen, haben wir 10 Kugeln extra und reduzieren das auf unglaubliche 0,8 Sekunden. Die Kampfgeschwindigkeit, das heißt, wie schnell wir mit dem Schaftaufsatz sind, liegt bei 48%, was knapp 10% höher ist als bei normalen Sturmgewehren. Mit Schaft 1 gehen wir auf 68% und mit Schaft 2 sogar auf 74%. Das ist unglaublich schnell, Leute. Die ADS-Time, das heißt, wie schnell wir ranzoomen, liegt bei 360 Millisekunden ohne Schnellziehen. Mit Schnellziehen 1 bei 260 Millisekunden, da haben wir das gleiche wie bei der Maddox. Und 170 Millisekunden sind es sogar, wenn wir Quick Draw 2, also Schnellziehen 2 auswählen. Dazu haben wir eine ADS-Time bei der Maddox, wenn wir vergleichen, ohne Schaft bei 40% und mit Schaft 1 64%. Eine ADS-Zeit genauso wie bei der Peacekeeper, da sind die beiden Waffen gleich, 360 Millisekunden, 260 Millisekunden und 170 Millisekunden für den Fall, dass man Schnellziehen 2 auf der Maddox spielt. Das heißt, was die Strife-Geschwindigkeit angeht, ist die Peacekeeper definitiv die bessere Waffe. Bei der ADS-Time geben sich beide Waffen nichts und bei der Nachladezeit schlägt die Peacekeeper die Maddox auch um Längen. Da haben wir bei der Maddox 1,77 Sekunden. Mit schnellem Magazin kriegen wir keine zusätzlichen Kugeln, aber eine schnellere Nachladezeit von 1,05. Und ihr könnt sogar schnelles Magazin 2 auswählen, dann habt ihr jedes zweite Magazin Reload Instant, kann ich euch aber nicht empfehlen. Das heißt, wenn wir von diesen ersten drei Kategorien ausgehen, würde, glaube ich, jeder mit zustimmen, dass die Peacekeeper bei dem Handling definitiv die bessere Waffe ist, so wird sie auch angepriesen. Lasst uns gucken, wie viel Schaden machen die Waffen eigentlich. Und wenn wir uns da die harten Fakten angucken, dann sehen wir, dass die Peacekeeper 5 bis 8 Schuss braucht, um einen Gegner zu töten. Kommt darauf an, ob er voll bzw. ob er eine Rüstung trägt und wie weit er entfernt ist. Bei der Feuerrate sind wir bei wirklich 698 Rounds per Minute. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Feuerrate. Das Ganze können wir auf knapp 740 Hochstufen mit Schnellfeuer drauf. Die Zeit to kill, also Time to kill, Zeit bis zum Kill liegt bei 306 bis 526 Millisekunden. 306 Millisekunden auf eine Reichweite von 12,5 Meter. Das ist ungefähr SMG-Reichweite. Die Maddox hat 5 bis 6 Schuss, um jemanden zu killen. Da kommt es auf die Entfernung an. Eine Feuerrate von 722 RPM, also Rounds per Minute. Etwas höher als bei der Peacekeeper, aber bei der Peacekeeper haben wir Schnellfeuer. Das heißt, bei der Peacekeeper können wir mit Schnellfeuer unsere, im Prinzip unsere Feuerrate deutlich erhöhen. Die Time to Kill ist bei der Maddox ungefähr gleich mit der Peacekeeper, aber wir haben hier nur zwei Reichweiten, 332 oder 416 Millisekunden. Und bei der Peacekeeper seht ihr es mit 306 Millisekunden, das ist beinahe instant. Es ist zwar nur 1,5 Frames ungefähr, aber eine unglaubliche Geschwindigkeit, die wir mit der Peacekeeper auf kurze Distanz erreichen können. Zwei Fakten, die man dazu aber wissen muss, die sehr, sehr wichtig sind, um das Ganze zu bewerten. Und zwar haben wir bei keiner von den Waffen die Möglichkeit, einen Aufsatz drauf zu tun, den wir alle Vollmantel nennen. So, dass Leute mit Körperrüstung natürlich jeweils einen Schuss mehr aushalten können. Dieser eine Schuss kann durchaus den Unterschied machen. Auf Range sind es sogar zwei Schuss bei der Peacekeeper, ob man ihn schnell tötet oder nicht. Und wenn wir davon reden, was für Aufsätze wir haben, zeige ich euch noch zu guter Letzt, damit wir abschließend bewerten können, was besser ist, welche Aufsatzvarianten wir haben. Und ich denke, nach den Aufsätzen weiß jeder, wo ich für stimmen würde.
Wenn wir uns die Peacekeeper angucken, dann haben wir, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, im Prinzip die besten Aufsätze, die man für ein Sturmgewehr haben kann. Und wir wissen ja, bei der ICR, bei der Rampart zum Beispiel, sowas wie Schaft oder schnell ziehen gibt es nicht überall. Hier haben wir Schaft und Schaft, also 1 und 2. Wir haben schnell ziehen 1 und 2. Wir haben den Griff, falls jemand Probleme mit dem Recoil hat. Wir haben Schnellfeuer, um die Time to Kill zu reduzieren. Hybridmagazin, für mich die beste Erfindung in Black Ops 4, was diese Aufsätze angeht. Ihr könnt schneller nachladen, habt auch ein höheres Magazin. Und habt noch einen Schalldämpfer, falls ihr Stealthy spielen wollt. Also insgesamt natürlich kein Vollmantel, kein Großkaliber, aber definitiv Perks oder Aufsätze, mit denen man die Waffe wirklich so gestalten kann, wie man sie gerne hätte. Wenn wir dann die Maddox dazu vergleichen, die haben wir auch hier. Hier sind wir relativ eingeschränkt, um ehrlich zu sein. Wir haben Lasermarkierer 1 und 2, das ist natürlich aus der Hüfte schießen ein bisschen angenehmer, würde ich jetzt aber eher als unwichtig betrachten. Schnelles Magazin 1 ist, wenn wir es mit Hybridmagazin vergleichen, die schlechtere Variante. Schnelles Magazin 2 ist völliger Overkill und gar nicht notwendig. Schnellziehen 1 und 2 macht diese Waffe in Competitive so stark, hat die Peacekeeper aber auch und sie hat nur Schaft 1. Wir haben keinen Vollmantel, keinen Griff, kein Schnellfeuer, kein Großkaliber. Das heißt, hier fehlt einiges. Den Agentenmod möchte ich jetzt nicht großartig noch dazu erzählen, weil das macht die ganze Waffe etwas anders und dementsprechend passt das heute nicht rein. Wenn ich mir also die genauen Stats angucke, dann muss ich sagen, dass die Peacekeeper in einigen Belangen besser ist als die Maddox. Dazu kann man natürlich sagen, dass die Peacekeeper für die Close Range wirklich sehr, sehr stark ist. Natürlich die Maddox auf Long Range etwas besser ist. Mein persönliches Feeling plus die Stats, plus die Aufsatzvarianten, plus vielleicht ein bisschen Feeling aus Black Ops 3 und Black Ops 2, meine feste Überzeugung, die Peacekeeper schlägt die Maddox. Natürlich wird die Peacekeeper in Competitive, selbst wenn die DLC-Waffen da irgendwann erlaubt sind, keine Rolle spielen, aus dem einfachen Grund, dass Schnellfeuer dort nicht erlaubt ist. Aber für mich die Peacekeeper der Gewinner der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Wir sind fast bei den 10.000. Dazu gibt es einen wunderbaren Livestream. Und schreibt in die Kommentare, was euch am besten von beiden gefällt. Welche Aufsätze gefallen euch besser? Vielleicht welche Waffen wollt ihr als nächstes verglichen haben? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ihr entscheidet, was ich für Content mache. Ich bin raus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Haut rein.